da auch. Sehr gut. Können wir gleich zwei davon bauen. Also, Steine kommen von da aus direkt in den Schmelzofen. Werden vom Schmelzofen hier in die Fabrik getan. Du stellst Mauern her. Du brauchst Kohle, die wir nicht haben. Nimm Holz vorerst. So, und dann kommen die da wieder raus. Und laden hier eine Kiste. So. Damit. Und ich will mal ganz kurz testen, wie es auch. Oh. Steinboden. Also Steinplattenboden. Hat was. Ich mach das mal hier oben. Also die Ecke hier oben ist die. Was? Alles tot? Wie ist da hinten jemand rangekommen? Egal. Die Ecke hier oben ist die Ausgangsecke für etwaige zukünftige Muster, falls ich mir das leisten kann. Ja. Sieht auf jeden Fall anders aus. Ah, das ist nicht ganz so schön, dass das nicht so gut reingelassen ist. Aber na gut. Türme? Türme. Bau mehr Türme. Und in die Richtung eher links gehalten, richtig? Richtig. Links, 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 links. Need more working radars. Ach, Mist. Das ist ein Problem, weil die verbrauchen ziemlich Strom, die Dinger. Okay, hol dir mal Eisen ab. Da sollte ja etwas vorrätig sein. Zahnraddinger kriegen wieder ein Stick Zahnrad. Du hast auch noch Zahnräder, ne? Ja, so. Da, Radarschüsseln. Hier ist unser Radar. Gedönse. Bau mal. Einfach hier noch mehr davon hin. So, 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 so. Bili, bip, bip. So. Wie viel Slots haben wir jetzt? 27, sehr gut. Richtig dramatisch, die Musik. Schön. Jetzt, wo muss ich eigentlich hier hinten hingehen? Ich glaube, ich mache hier schon runter. Reiß das später ab und baue das da unten irgendwo neu auf. Das wäre, glaube ich, sinnvoller. Als wenn wir jetzt eine riesige an... Da habe ich keinen Platz, um das Schließband lang zu legen. Okay. Ich gehe bis zu dem Kupferfeld und hinter dem Kupferfeld gehe ich hier irgendwo runter und dann später da lang. Das wird eine riesige Front werden, die wir nach außen haben. Oh mein Gott. Mal gucken, ob das die richtige Herangehensweise ist. Ich bezweifle es ein bisschen. Wahrscheinlich müsste man eher ein möglichst kleines Ziel abgeben, damit man nicht allzu viele Gegner auf einmal hat. Wobei es alles geskriptet ist. Also. Oh, genau. Nächste Angriffswelle. Da steht jetzt eine 8. Ich würde gerne gucken, ob gleich 8 Zirklings kommen. Und wir bräuchten ebenfalls Licht immer hier irgendwo. Wie kann ich das einigermaßen sinnvoll in das Muster einbauen? Gar nicht. Jede zweite Lampe unter dem Dingensbummens. Mach einfach, Kirogon, mach einfach. So. Fließbänder, so. Ja, mit der Automatisierung von etwaigen anderen Sachen, also grüne Chips, rote Chips und so weiter, da komme ich nicht wirklich zu gerade, weil mir die Verteidigungsanlage irgendwie wichtiger ist. Ich weiß auch nicht. Auch wenn das eine Heidenarbeit ist, das hier alles zu sichern. Aber ich denke mal, ähnlich wie in der letzten Staffel, je mehr Platz man sich am Anfang krallt, desto einfacher hat man es später. Gerade wenn da ein paar interessante Ressourcen drin sind. Wobei jetzt das kleine Kupferfeld und das bisschen Kohle nicht so mega wichtig ist. Was ist das da unten? Achso, einfach so ein kleines Feldsand. Ja,
Okay. Wobei die Ressourcen jetzt mega wichtig sind, aber Kohle könnte später auch noch vonnöten werden. Concrete können wir jetzt bauen. Und Electric Furnace. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, Strom wird bald ein Problem. Gibt es MK2, MK3, MK4 Steam Engines? Nee, ne? Ich bin so Ditec gewöhnt und verwöhnt. Wie kriegen wir jetzt Strom? Power Source. Illyrium Extractor. Brauch Alien-Artefakte. Ja, nee, das können wir erstmal knicken. Advanced Ore Processing wollte ich haben. Dafür brauchten wir das. Dafür brauchten wir das hier. 300 grüne Tränke. Das dauert ewig. Irgendwas, was man vorher machen sollte, weil das halt so lange dauert. Züge. Also ja, wir brauchen später Züge, wenn wir die ersten Außenposten haben. Das ist richtig. Ich glaube, ich mache lieber Piercing Muni. Combat Robotics. Ah, die ersten drei. Wow. Ich habe nichts gesagt. Ich habe mich gerade so gefreut, weil wir in der letzten Staffel am Ende rumgetestet hatten mit den Rauswerfrobotern. Aber die sind schweineteuer. Und das ist die allererste Stufe. Oh, brauchen wir aber ebenfalls für Robotics? Ja, ein Roboter-Armee wäre toll. Aber dafür bräuchten wir Batterien, dafür bräuchten wir Schwefelsäure. Oder? Ja, Schwefelsäure. Wobei ich ja schon angefangen habe mit der Ölverarbeitung. Aber trotzdem schiebe ich das lieber erstmal auf. Ah, genau, Tanks wollten wir herstellen. Das ist gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und du bist tot? Du bist tot. Das heißt, ich reiße mir mal kurz ab, nehme die ganzen Ressourcen mit und setze dich aufs nächste Steinfeld drauf. Das da zum Beispiel. Drill. Hat keinen Strom. Ja, kein Problem. Zack, zack. Du direkt in den Schmelzofen, aus dem Schmelzofen raus. In eine relativ schnelle Fabrik. Da. So, du kriegst auch mal hier ordentlich Kohle. So. Du machst dann bitte Mauern draus und legst es weiter in die nächste Kiste. So, jetzt haben wir also mal wieder zwei Anlagen, die das tun. Die Mauer hier kann ich mir doch eigentlich sparen, oder? Ich hatte das Konzept, oh, ich weiß nicht mehr in welcher Staffel, es sind inzwischen so viele, aber wir hatten das Konzept gehabt mit mehreren Mauerabschnitten. Also, dass man quasi einen äußeren Ring hat, wo nicht ganz so wichtige Gebäude drin sind, die theoretisch zerstört werden dürften, und ein innerer Ring, der etwas sicherer ist. Aber dafür ist der gesamte Aufbau jetzt völlig vermurkst. Wobei das Schiff ist hier. Das heißt, wir könnten hier wirklich einen inneren Ring machen und draußen rum dann die anderen Sachen. Weil ich denke, es ist Game Over, wenn das Schiff zerstört wurde. Das könnte ich mir vorstellen, dass Hardcore das irgendwie reingemoddet hat. Ja gut, müssen wir gucken. Erstmal einfach nur eine Außenmauer haben. Später kann ich immer noch die Außenmauer anpassen und erweitern und was weiß ich. Erstmal haben. So, Türme sind genug da. Bauen wir den Stein, die du mir mit hast, auch noch ein paar Mauern. Davon haben wir theoretisch auch genug. Aber ich denke, Strom wird wirklich Knackpunkt Nummer 1 sein. Ich brauche eine richtig, richtig große Stromanlage, einen richtig großen Stromblock. Oder halt mehrere davon. Ich glaube, die baue ich jetzt mal. Bau drei davon. Vier davon. Wobei nimmer 5. 5 jeweils, also 10. Okay, und dann auch nochmal 10 Steam Engines. Das sollte jetzt allerdings, wenn ich es jetzt neu aufbaue, die Stromgeschichte, sollte sie automatisiert sein. Also, dass ich da nicht mehr irgendwas hier mitmachen muss, mit nachfüllen, was mich übrigens schon wieder leer ist. Habe ich nicht gerade jetzt Anfang dieser oder Ende letzter Folge das komplett aufgefüllt? Okay, mit einem halben Inventar was auffüllen ist auch natürlich nicht so sonderlich praktisch. Okay, schmeiß einfach da irgendwo eine Kiste hin. Tu rein. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht so viele, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Erstmal so viele. Nam, nam, nam. So, brauche ich alle nicht, brauche ich alle nicht. Okay, gib mir Kohle. Das heißt,
Ja, hier würde sich es anbieten. Oder hier. Das ist gut. Mach mal, wo sind die ganzen Pumpen da? Eine Pumpe da. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ärmchen, 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 Ärmchen. Ärmchen, 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 Ärmchen. Fließbänder. Ich vermisse jetzt schon die Blueprints von den Robotern. Aber ich denke, das wird noch einige Folgen dauern, bis wir die wieder haben. Vor allem in der Masse, dass sie auch einigermaßen sinnvoll sind. So, 5 davon. Dann kämen 5. Das könnte problematisch werden, oder? 5. Wenn das so überhaupt einigermaßen klappt. Wie groß muss die Stromgewinnung später überhaupt sein, wenn wir einmal komplett außenrum alles mit... Und das mit MK1 Dimensions. Das wird krank. Das wird sehr, sehr krank. So, das wäre jetzt ein Abschnitt. Das heißt, wir bräuchten hier irgendwo dann einen Splitter. Dum-dum-dum. Also die Kohle kommt später von rechts. Von da. Und dann geht es hier zum nächsten ab. Da kommt hier noch ein Splitter hin und. Wasch. Hier könnte ich auch nochmal welche machen. Problem ist nur, wenn ich zu viele Splitter benutze. Also, ne? 50% der Kohle kommt hier hin. Wenn ich jetzt hier noch einen Splitter hin mache, dann kommt nur noch 25% der Kohle hier hinten an. Wenn ich jetzt hier noch einen Splitter hin mache, nur noch 12,5% und so weiter. Das heißt, irgendwann ist hier alles voll und da kommt fast gar nichts mehr an. Außer wir kriegen es halt hin, dass alle Fließbänder durchgehend komplett befüllt sind. Aber das bezweifle ich irgendwie. Und ich brauche Licht. Baulicht. Bau immer wieder zwischendurch grüne Tränke, ne? Nicht vergessen. So, Licht. Da und da. Strom. Erstmal komplett ohne Muster. Einfach nur haben. Ja, ich sag komplett ohne Muster und dann baue ich es doch wieder symmetrisch. Das kann ich nicht ausstellen. Du, da. So. Ja, ihr habt keine Kohle. Dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Ich könnte euch aber hier schon mal anschließen. Ja. Mache folgendes. Du gehst jetzt hier rum. Ich brauche viel mehr Fließbänder. Nom, 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 nom. So. Gehst darum, tust das da rein und ich mache schon das ganze Kohleding bis nach ganz unten. Was jetzt ein bisschen albern ist, dass ich es einmal oben rum, einmal unten rum mache, aber na gut. Hier könnte das dann da lang gehen. Damit die Seite dann hoffentlich auch befüllt wird. Du brauchst. Da. So, in 40 Sekunden kommen 8 Stück vermutlich. Aber wahrscheinlich werden die Türme das zuerst töten. Na gut. Schauen wir dann. So. War jetzt eigentlich gar nicht geplant, dass das Ganze schon anfängt zu laufen. Aber warum nicht? Nicht, dass wir den Strom brauchen, aber die Kohle kann sich schon mal stauen, das ist gut. Dann laufen die hier auch nicht leer. Brauche ich Plastik? Genau, ein bisschen Plastik. Oh. Das ist falsch, oder? Ja, das ist falsch. Da sollte nur Plastik rein. Hier. Was? Strom. Warning, irgendwo kommt ein Angriff. Ja,